Du bist schwanger und freust dich auf die Geburt. Vielleicht hast du auch ein bisschen Angst. Vielleicht bist du ein bisschen unsicher. Vielleicht gibt es da so ganz viele Dinge, die in deinem Kopf herumschwirren, wie die Geburt wohl sein wird. Und du wünschst dir einfach, dass du stark und gelassen in die Geburt hineingehen kannst. Gut vorbereitet für das, was auf dich zukommt. In meinem Online-Kurs Mentale Stärke für die Geburt oder kurz Mental stark gebären. Da bereite ich dich genau auf das vor, auf das, was eigentlich unvorhersehbar ist, auf deine Geburt. Wir schauen ganz genau, wo startest du, wir schauen, wohin willst du, wie sieht deine Idealgeburt aus. Du lernst in diesem Kurs, dich selbst zu konzentrieren, bei dir zu bleiben. Ich übe mit dir auch die Atmung. Und im dritten Schritt werden wir dann schauen, was bringst du mit, um dein Ziel zu erreichen? Welche Stärken und Ressourcen hast du und welche benötigst du für dein Ziel, für dein eigenes individuelles Geburtsziel? Im allerletzten Schritt schauen wir dann, wie du dich vor Störungen schützt. Wie kannst du einen mentalen Schutzwall aufbauen und wie kannst du ganz praktisch an die Geburt herangehen und mit etwaigen Störungen? Das alles lernst du in meinem Kurs. Mental stark gebären. Und das Tolle ist, ich freue mich so megamäßig, dass ich dich auf diesem Kurs begleiten darf. Denn es gibt nichts Schöneres als Frauen auf ihrem Weg zu dem Mutterglück zu begleiten. Jetzt würde ich dir gern kurz was über mich erzählen. Ich heiße Julie, ich habe selbst drei Kinder. Eins von diesen Kindern ist gerade auf meinem Rücken geschnallt und schläft. Das heißt, ich bin eine Working Mom und nutze meine Zeit effektiv. Das heißt, dass diese Effizienz und die Effektivität, die übertrage ich auch in meinen Kurs. Wir werden kein Blabla machen. Wir werden direkt und zielorientiert arbeiten, sodass du keine Zeit sozusagen vertust. Es soll aber trotzdem Spaß machen und keine Angst, ich hetze dich da nicht durch. Du hast genau die Zeit, die du brauchst. Ich bin auch Prä- und Postnataltrainerin. Das heißt, ich kann dich auch körperlich für die Geburt vorbereiten und danach schauen, dass du wieder fit wirst. Das aber nur außen vor. Denn wichtig ist hier nicht die körperliche Vorbereitung, sondern die mentale, emotionale. Und das ist mein Ziel, dass du gestärkt, gelassen und zuversichtlich in deine Geburt gehst. Und ich bin mir sicher, dass dieses Coaching-Programm dir etwas bringt. Denn ich habe schon viele Frauen auf ihrem Weg begleitet und durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Entschuldigung. So, jetzt freue ich mich, wenn du dabei bleibst. Das war nur der kurze Teaser. Und du kannst direkt auf das erste Video klicken. Da geht es dann darum, wie dein Startpunkt ist und welches deine persönlichen Herausforderungen für die Geburt sind, damit wir wissen, wo wir anfangen. Bis gleich.